Hab auch eben gedacht, Creeper. Wow. Go away like a boss. So. Ist das jetzt noch irgendwas bei 100 Meter weg? 90, ja. Ich stehe hier auf dem Dach. Ich weiß. Ich wollte nur kurz abgleichen, ob das das gleiche ist. Und jetzt draußen dran vorbeilaufen. Dann brennen sie alle. Toll. Was ist in der Kirche? Sag das doch. Lag. Oh Gott, ich habe gerade so eine Lag-Session. Ich nicht. Ja, sei froh. Dabei habe ich eigentlich das schlechtere Internet. Das liegt auch nicht am Internet. Dann liegt's am PC. Liegt auch nicht an meinem PC. Mit Sicherheit nicht. Ha, liegt dann aber auch nicht an mir. Dann liegt's am Spiel. Da ist Tim. Yeah. This is it. And I just need one more thing. Ups, vielleicht sollte man auch den richtigen Knopf drücken. Ich. I'll give you everything I have for it. I need to make this right. Are you with me? Tag der Abrechnung. Hol die Waffe aus dem Haus. Schwierigkeitsgrad schwierig, Belohnung 1500 EP und Bauplan Kurzschluss. Warum geben wir nicht einfach einer von unseren? Geht nicht. Ist doch scheiße. I know he didn't take it, cause I saw his half-eaten body in the hallway. Obviously he ran out without taking it. Okay. Dann ist irgendwo jetzt ein scheiß Ding. Tag der Abrechnung. Haus. Wo ist denn das? Ach, das ist zum verlassenen Haus. Ist nicht weit. Ich renn schon. Oh. Vor allem, das soll schwierig sein. Dann sind da wahrscheinlich 3000 Zombies auf einmal. Das werden wir ja gleich feststellen. Bin jeden Fall auf dem Weg dahin. Ja, ich auch. Ich bin gerade auf der Brücke, da wo du gerade rübergelatscht bist. Schön jeden Zombie ignorieren. Das ist immer gut. Ja. Vor allen Dingen, wenn die dann hinterherkommen und eigentlich nicht mehr kriegen. Ja. Oh. Oh mein Gott. Ich sehe gar nichts. Ich bin ja noch im Ladevorgang. Oh nein. Damn it. Okay, einfach gar nicht. Abgegangen. Er brennt. Das ist es, glaube ich. Oh, ein Markenchampagner. Geil, kann man wieder 2000 EP, 1000 EP kriegen. Hier ist ein Fettsack. Ja, ja. Der kann warten. Der muss warten. Au. Immerhin hat er das ganze Spiel. Ich hab dreimal geschlagen. Immerhin hat er schon das ganze Spiel über gewartet, dass wir überhaupt reinkommen hier. Warum nehme ich eigentlich immer so eine Kack... eine nicht gut so gute Waffe? Da haben wir ihn. Toll, jetzt wollte ich gerade meinen neuen Schraubenschlüssel verwenden. Telefon. Ja. Ich glaube, Tim hat einfach hier den Ofen angelassen. Ach, Quatsch. So sieht das aus bei Sims, wenn du da was kochst und auf einmal das Haus verlässt. So. Vor allen Dingen gut mit Sims zu vergleichen. Ja, ja, ist fast das gleiche wie das Alkohol im Schrank. Tims Waffe.
Kann man nicht ausrüsten. Schade. Da. Ist was Alkohol ist da? Alkohol im Schrank. Oh, interessant. Das Alkohol. Jetzt kann man ja schon eine ordentliche Party feiern. Öffnen. Reiniger. Oh, geil. Manchester. Oh. Was ist denn da noch drin gewesen hier? Da. Nix. Nichts. Nicht. Ach ja. Crunch, crunch. Okay, bringen wir zurück. Lauf! Ich kann nicht laufen, ich bin noch im Ladevorgang. Ich aber nicht. Vor allen Dingen, was war da dran jetzt schwer? Ich weiß es nicht. Fail? Boah, das sind aber viele Zombies. Wahrscheinlich der Weg dorthin. Mhm. Wenn ja, du das kämpfen... ist interessant, vor allen Dingen mit Durchbrennen. Ja, wenn du kämpfen würdest, wäre der schwer. Dann wird man bestimmt über 50 Leben verlieren. So, okay, das war jetzt zu viel. Ich repariere meine Waffen und warte ich auf dich. Ja. Schubid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 
dauert noch ein bisschen. Oh, ich wollte noch was vertickern bei unserem Händler. Ich glaube, der brutale Revolver kommt mal weg. Die Axt, naja, der Revolver wird dann gleich aufgebessert. Träge Schrotflinte kommt auch weg, brauche ich gerade nicht. Ich bin gerade, ich glaube, ich verkaufe den einfach. Nee. Die mit. Der Dornmessing-Schlagring, was habe ich sonst noch hier? Ich bleib so. Ich pack noch ein paar Sachen bei ihr ab. Was kann man denn? Ja. Ja. Das Brecheisen kann weg. Ja. Der Knüppel, der muss mal ein bisschen verbessert werden. So. Ich glaube, so passt das bei mir. Ich glaube, das Fleischermesser, das packe ich mal weg. Das ist, glaube ich, ich nehme mal ausnahmsweise nur Dingswaffen. Ich gehe noch mal ein paar Sachen upgraden. Ich habe ja Kohlen. Bisschen. Wir müssen sowieso hoch, weil wir Schnellreise machen. Ach so. Aber Metallcannabo, das macht mir immer noch Gedanken. So. Die Pistole, boah, die wird hammer teuer. Handle mit Rodrigue, schwerer Messingschlagring. 1400. Die macht jetzt aber schon ordentlich Damage. So. Nein, erstmal nicht. So. Der schwere Knopf. Ich bin ausgerüstet. Ich habe mir jetzt um die 20 Medikits gekauft. Nice. Kosten 140 das Stück. 140? Mittlere, ja. Ne? Ja. Wo gibt's die? Hier. Aus unserem guten alten Freund. Ach, Gott, der da. Rodrigue. Mal gucken. Da haben wir. 200 kostet der bei mir. Ist trotzdem nicht teuer. Bei der Kohle, die wir haben und 500. Sterben, können wir uns auch noch mal so ein Ding reinhauen, weißt du? Ich hab 500 nur noch. Okay. So, jetzt habe ich 100 Euro. Dollar. Willst du von meinen 18.000 was abhaben? Du kannst mir nichts geben. Ich weiß. Frag ja nur. Schießt jetzt alle ab hier. So. Du hast eh keine Munition dafür. Nee, ich muss mal eben meine Pistole ausrüsten. Die habe ich gerade leicht abgegradet. Boah, die sieht fett aus. Die hat auch Desert Eagle. Hier, die hat 335 Schaden. So, normal, ne? Ich habe sie noch nicht aufgerüstet. Ich bin mal kurz draußen. Ich hole mal kurz eine neue Pistole für mich. Jo. Ich will auch eine. So, noch ein Medikit. Kräftig. Schwach. Ja, da haben wir sie. Da haben wir sie. Schauen wir mal. Inventar. So, ich guck noch mal eben, was für Waffen mich so ab. Schwerer Knüppel, 320 und was hab ich denn? Da haben wir aber nicht so viele Kugeln für, ne? Wofür? Ja, für die Pistole, für die große. Ne, na gut, sind genauso viele Kugeln wie für ein Revolver. Mhm.
Und Revolver-Munition können wir uns doch nicht machen, oder? Doch, Pistolen-Munition können wir eigentlich machen.